So, damit wir Button erstellen können und coole kleine Programme erstellen können, müssen wir einmal JavaFX installieren, hier in unser Eclipse-Programm, damit das Ganze eben funktioniert. Ja, im Endeffekt müssen wir ein paar Pakete installieren, damit der Computer kapiert, ähm, ja, wenn ich da einen Button hinschreibe, würde ich auch gerne einen Button eben angezeigt bekommen. Dafür müssen wir Eclipse nämlich vorbereiten und zwar, ich benutze gerade hier die Eclipse-Version Oxygen. Das ist ja die allerneueste momentan. Und alle anderen Versionen, die danach kommen, solltest du später zuschauen, werden das, was ich jetzt mache, eben auch haben. Weil nämlich, ich glaube schon davor, vor der einen Eclipse, also hier auf jeden Fall, ab Oxygen ist JavaFX immer mit an Bord. So, und wie funktioniert das Ganze? Wie installieren wir das Ganze? Du musst hier einmal, wenn du Eclipse gestartet hast, einmal auf diesen Punkt Help. Dann gehst du einmal auf diesen Punkt Install New Software. Dann öffnet sich hier so ein neues Fenster. Hier einmal auf den Button drücken, dann öffnet sich hier so eine Auswahl. Und hier unten steht nämlich jetzt schon etwas Oxygen, Bindestrich, HTTP und so weiter. Das wählen wir einmal aus, dann lädt er hier ein bisschen was. Hier steht nämlich auch Pending. So, und wenn der fertig ist, solltest du eben hier eine ganze Menge Sachen sehen, die man auswählen könnte. So, und eine davon ist das, was wir brauchen. Wir suchen das Ganze mal hier oben in der Filterbox. Und zwar tippst du einfach mal ein E, Klammer auf, Klammer zu. Fx und dann sollte der das nämlich finden. Da haben wir es schon. Hier drücken wir jetzt mal drauf auf das Kästchen, damit wir den Haken haben. Drücken dann auf Next, damit er das Ganze eben installiert. Dann drücken wir noch mal auf Next. Dann akzeptieren wir die Lizenzvereinbarung und drücken auf Finish. So und hier unten rechts siehst du jetzt ein Fenster mit der Prozentanzahl, der installiert das Ganze jetzt und wenn das dann gleich bei 100 ist, werden wir uns dann gleich wiedersehen. und sobald er das installiert hat, fragt er dich eben, ob du Eclipse eben neu starten möchtest und da sagen wir eben ja, damit das Ganze eben funktioniert und dann sehen wir uns gleich beim nach dem Neustart. So, nach dem Neustart sollte JavaFX installiert sein und wie überprüfen wir das Ganze? Indem wenn wir hier nämlich ein Projekt öffnen, also hier oben links ist das standard hier auf ja, Java Project und wir drücken jetzt hier auf Projekt. So, und dann sollte nämlich eine neue Auswahlmöglichkeit hier sein unter Java sollte hier stehen JavaFX und das machen wir mal, wir drücken mal hier auf JavaFX Project, klicken mal auf Next. Dann nenne ich das Ganze mal Test JavaFX und dann auf Finish. So, nachdem das Ganze erstellt wurde, das Projekt, sehen wir das hier links natürlich in unserer Struktur. Und hier steht nämlich jetzt dieses Paket JavaFX SDK. So wird der Computer jetzt verstehen, wenn ich da einen Button möchte, dann wird da auch ein Button erscheinen. So, und hier in diesem Source-Ordner sehen wir jetzt Application und hier gibt es nämlich eine Datei, die heißt main.java. Die können wir mal Doppelklick öffnen. Und so sieht das Ganze das erste Mal aus für jemanden, der jetzt vielleicht noch nie was mit JavaFX zu tun hatte. Und wenn ich das Ganze jetzt mal starte, zum Beispiel hier auf den One-Button, dann sollte nämlich so ein Button, so ein einfaches Fenster erscheinen, wie das hier. Das sieht jetzt je nachdem, welches Betriebssystem du nutzt, Windows, Linux oder eben Mac, ein bisschen anders aus von der Optik her.